Ja, und herzlich willkommen zurück zu Haunting Ground. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir wurden ja im letzten Part wurden wir ja leider gefangen genommen. Und ja, eingesperrt, aber wir sind dennoch aus dem Käfig entkommen. Und jetzt wollte ich noch mal eben. Ach so, da geht man zurück zum Ausweichen. Was wollte ich noch mal machen? Spezial, nein. Antimonpulver, ja, das haben wir letztens aufgenommen. Handeln. Okay, Karte haben wir nicht. Ah, hier, Kommentar. Wo bin ich? Ich war im Auto mit meinen Eltern. Und ich. Es ist nicht gut. Alles so verschwommen. Sie ist sicher eine Magd. Ah, bestimmt diese Daniela, ne? Arbeitet hier. Sie ist so schön. Fast zu schön. Es scheint un unnatürlich zu sein. Ja, da könntest du recht haben. Es fühlt sich an, als ob es für mich gemacht wurde. Es schmiegt sich schön an meine Figur an. Aber es ist am Oberkörper ein bisschen eng. Ach ja, dann ist es eng. Ja, hast aber große Titis, ne? Ja, super, duper gut. Ja, das hatten wir. Ja, okay. Huch. So, wo macht man das genau? Genau, was ist das überhaupt? Das kann ich ausrüsten. Harter Klumpen, Antimonpulver. Verwendung: Werfen. Explodiert beim Auftreffen. Angriffskraft ist gering, kann aber kurzzeitig Feinde lähmen. Ach ja, das ist doch gut. Nein. So. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin möchte. Oh, das ist ein Bild. Sagt sie was dazu? Fiona, sagst du was dazu? Anscheinend nicht. Das ist schade. So, dann gehe ich erstmal hier rein. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Das gefällt mir nicht. Ja, ein schöner Raum. Oh. Hey, was ist das? Erhalten, Lavendel. Ach so, das ist dann wahrscheinlich für eine Wunde, wenn man verletzt worden ist. So, was ist das hier? Es ist etwas auf die. Es ist etwas auf die Tafel gekritzelt. Okay. Oh, jetzt muss ich das auch noch lesen. Lumi. Wie nennt man das? Luminesanten oder sowas? Keine Ahnung. Luminesanten sind winzige Kreaturen, die auf die ätherischen Energien des Azeth reagieren. Sie können dazu verwendet werden, den in der Nähe befindlichen Azeth zu finden. Es müssen jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, während man sie handhabt. Meine Güte, ich hab's auch wieder schwierig mit dem Lesen, schwer mit dem Lesen. 1. Wenn Luminesanten, ich kann das nicht richtig aussprechen, in direkten Kontakt mit einem von Azoth durchdrungenen Gegenstand oder Wesen kommen, senden sie eine kleine elektrische Ladung aus, die dem Träger einen elektrischen Schock versetzt. Das ist nicht gut. Je höher die Konzentration von Azoth ist in besagtem Träger, desto größer und kraftvoller der Schock. Boah, ich muss, Leute, ich muss wirklich nochmal lesen lernen, habe ich das Gefühl. Okay, 2. Das Leben von Luminesanten wird dramatisch verkürzt, wenn sie in direkten Kontakt mit frischer Luft kommen. Diese Zeit unterscheidet sich von Art zu Art, ist aber nie länger als ein paar Minuten. Okay. Luminesanten. Azoth? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das werden wir noch herausfinden. So, sagt sie. Alte wissenschaftliche Meisterwerke füllen die Regale. Ja. Es ist beinahe so, als ob jemand hier etwas Forschung betrieben hätte. Ich weiß, dass hier noch irgendwo was lag. Oh. Verschlossen? Natürlich. Der Schreibtisch ist verschlossen. Ja, das heißt, auf die Suche nach einem Schlüssel machen. So. Und dann können wir jetzt endlich hier.
Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Fiona, bitte renn weg. Oh mein Gott. Wie hieß der? Delibles oder sowas, ne? Oh Gott, Hilfe. Lass mich. Let me go. Oh, Fiona, bitte. Oh Gott, die Tür ist noch auf. Gott sei Dank. Ja, mach die bitte zu. Schnell. Oh nein. What soll ich tun? Ja, genau. Wenn ich nichts zu tun... Ach, Mann. Ausweichpunkte. Ja, das brauche ich jetzt nicht lesen. Genau, ich soll... Sorry. Gott, ich habe mich gerade verschluckt. Okay, wenn da irgendwie steht, eine Sekunde, was ist das? Dann können wir uns irgendwie verstecken. Ja, Ausweichpunkte, dankeschön. Schnell, Fiona, bitte. Versteck dich. Verstecken. Nein. Du findest mich nicht. Nein, nein, nein. Worte, Riesenfüße. Nein, 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 nein. Guck nicht unters Bett. Nein, nein, nein. Oh Gott. Du findest mich nicht. Ach ja, wenn man zu oft an einem Ort sich versteckt, dann... ist wohl klar, dass man gefunden wird. Man sollte nicht immer in den gleichen Versteck reingehen. Was hast du gesagt? Könntest du denn bitte mal gehen? Es ist recht ungemütlich unterm Bett. Hallo? Die Luft ist rein. Ah, ich weiß nicht. Klar, da steht manchmal immer, die Luft ist rein, aber manchmal kommt er dann doch wieder. Das ist nicht so cool. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. So. Ich komme dann mal raus. Oh je. Habe ich noch nicht mal meine Ruhe in meinem eigenen Zimmer? Also wirklich, wie unhöflich ist das denn bitte? Oh Gott. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Ich guck später rein. Hört er mich, wenn ich so schnell laufe? Ich weiß nicht. Ich hoffe es mal nicht. Oh, da liegt was. Da liegt was. Und ich höre ein Geräusch. Das gefällt mir nicht. Erhalten. Keramikpuppe. Ja. Sehr schön. So. Oh Gott. Diese Geräusche. Was ist das für ein Geräusch? Ach so, das ist der Kronleuchter über mir. Na dann. Ich möchte hier rein. Bitte. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Jo. Ein Vogelkäfig? Oder was ist das? Ist das ein Vogelkäfig? Er sieht wie die übrig gebliebene Hülle eines Vogels in dem Käfig aus. Oh nein, der Arme. Es tut mir leid. Ja. Ach, stimmt. Hier mit, was müssen wir jetzt nochmal machen? Stimmt. Ach, stimmt. Wie war das? Irgendwie Emeth oder Math? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich muss mal... Ich hatte das irgendwo mal aufgeschrieben. Ich war mir da leider nicht mehr so sicher. Denn es, man kann einmal Emeth oder Meth reinschreiben. Und dann
Ich weiß nicht mehr so genau. Ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Je nachdem, was man da reintut. Ach, ihr werdet es ja gleich sehen. Ich druck das jetzt erstmal aus dieser komischen Platten. Einmal das. Ich hoffe, das ist richtig, was ich jetzt gerade mache. Wenn nicht, dann ja. Mit H meine ich. So, bitte drucken. Oh. Wie ein Toaster, ne? Erhalten, Amethyst-Platte. Ja. Ja, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann haben wir irgendwas im Kommentar. Also, dann hat Fiona irgendwas gesagt und dann können wir es vorlesen. So, dann werde ich nochmal eben... Also ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, ne? Ja, Mettplatte erhalten. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Also ich muss jetzt gucken, ob das richtig war. Ich hoffe doch mal. So, dann mache ich mal eben die Tür zu, damit er nicht weiß, dass wir hier waren. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Du machst alles falsch, Fiona. Ach, dieser Kronleuchter. So, wie war das? Einfach nur dagegen? Ja. Sehr schön. Das machen wir mal zu. Das machen wir mal zu. So. Ah, genau. Hier müssen wir die Platten immer reinsetzen. Eine riesige Puppe aus Erde blockiert die Tür. Ich dachte am Anfang zuerst, das wäre ein Bär oder so. Es ist ein schlitzförmiges Loch in ihrem Brustkorb. Hm. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ah, genau hier. So, jetzt muss ich gucken. Ich meine das da. Benutzen. Geht das? Ja, ich hoffe, das war auch das Richtige. Oh, ich glaube, das war richtig. Ja, es war richtig. Oh, super. Hey, was ist das? Erhalten. Obsidian-Halsreif. Boah, diese Wörter manchmal, ne? Aber naja, wahrscheinlich bin ich eh schlecht in Deutsch und kann das deshalb nicht aussprechen. Oh Mann. Diese Ironie immer. So, ich glaube, ich werde das direkt mal nehmen. Ah, hier ist das. Halsreif aus langen Streifen haltbaren Obsidians mindert das Aether-Aroma, das von Fiona ausgeht. Spieler kann Entdeckung durch Luminescenten vermeiden. Genau, das, was ich eben vorgelesen habe. Das sind so ganz kleine blaue Dinger, meine ich. Ausrüsten. Dankeschön. So. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was wird denn Schönes gekocht hier? Schöne Suppe oder sowas? Solch ungeheure Hitze. Bei solcher Hitze bin ich sicher, dass es zum Veredeln benutzt wird. Oh ja, das kann natürlich sein. Hm, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Lauter komisches Zeug. Hm? Nix drin. Och, das Menno, das ist doof. Was haben wir hier? Ein Kamin, oder? Das ist so ein Kamin, oder? Die sagt nichts dazu. Du sagst nichts dazu, das ist doch doof. Okay, dann sag halt nichts dazu.
Was haben wir denn hier? Sagst du da was zu? Irgendwie auch nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Nur, die sagt da irgendwie nicht zu. Schade. Sagt die da was zu? Ey, die soll mal was dazu sagen. Macht sie aber nicht. Das ist unhöflich. Aber wirklich. Unhöflich, Fiona. Nein. Hey, was ist das? Ja, weiß ich nicht. Es ist eine Art Datei hier. Okay. Erhalten. Altes Pergament. Muss ich das jetzt lesen? Ach nö. Anscheinend nicht. So, ich wollte noch mal kurz... hier... Ach so, hier. Ich muss hier weg. Aber wohin? Ja, da, wo die von diesen Delibles oder wie der auch heißt, verfolgt wurde. Diese Presse wird benutzt, um Buchstaben in diese Platten zu ritzen. Die Frage ist nur, warum eine Presse für diesen Zweck bauen? Wozu sind die Platten? Ja, das haben wir ja eben gesehen, wozu die sind. Und ja, ah, es juckt mich. So, MF-Platte, ja, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Altes Pergament. Oh Gott, muss ich das jetzt auch nur lesen? Ach so. Oh mein Gott. Meine Brille. Ich muss, glaube ich, zum Augenarzt. Eine Entfizierung des Ursprungsbuches Sephiroth Yetira hat das Verfahren für die Schaffung von Leben aus dem Erdboden enthüllt. Dieser Golem braucht weder Nahrung noch Schlaf, was diesen irdenen Wächter zum höchsten Wächter über unsere tiefsten Alchemisten-Geheimnisse und Kenntnisse macht. Ich nenne diese Kreatur Emeth. Ja, das E habe ich ja weggelassen und schon, ja, keine Ahnung. Das passt dann schon. So, hier ist ja nichts weiter, hoffe ich. Dann können wir ja hier durch. So. Das kannst du bitte auch mal zumachen. Oh, okay. Ach so, natürlich. Da kommen wir natürlich nicht runter. So. Genau. Benutze schön die Leiter. Oh, da liegt was. Da liegt was, aber da kommen wir nicht so hin. Da brauchen wir für jemanden. Haben wir denn hier irgendwas Nützliches? Sagt die was zum Fenster oder so? Nö. Schade. Eine Bank. Ja. Sehr gemütlich. Die Bank ist so aufgestellt, dass die dass sie der Wand gegenübersteht, ja. Niemand kann sie so verwenden. Hm. Ja. Sagt sie was zu dem Brunnen? Das sieht wie eine alte Quelle oder sowas aus. Die Öffnung ist mit einer Holzplanke versperrt worden. Oh, Mensch, ich hab... Kennt ihr das? Ah, die ganze Zeit ist hier so eine Fliege im Raum und die geht die ganze Zeit an euer Ohr. Das nervt. Das nervt. So. Oh. Hier kann ich was zerschmettern. Zerstörungswut. Da liegt aber nichts. Zerstörungswut. Hey, was ist das? Erhalten Magnesium. Ja. Schön. Schön, schön. So. Machst du bitte die Tür auf? Ich weiß nicht. Kann ich die Tür schon aufmachen? Ich habe keine Ahnung. Oh, schade. Die Tür ist verschlossen. Ja, ja. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Dann werde ich mich... Oh, da muss ich ja schon zwei Schlüssel suchen. Einmal diese... Das, was wir im Büro gefunden haben. Und ja, dann haben wir die hier. So.
Boah, es ist richtig unheimlich hier. So. Was haben wir denn hier? Okay. Dann einmal hier. Oh. Oh, da ist ein Schlüssel. Boah. Wie die Busen wackeln, die schönen Titten hier. Ich führe euch das nochmal vor. Wenn sie anhält, dann... Boom. Boom, boom. Ah, Fiona. I see you finally awaken. There's something that I've wanted to show you for quite some time. Pull away that sheet behind you. That, my dear, is what you will become in the future. Go ahead. You may touch it. You will be mine, Fiona. Oh mein Gott. Kann ich mir das ansehen? Sagst du da was zu? Komm schon. Was ist dieses Ding? Ja, es sieht wie du aus. Nur im, weiß ich nicht, im 9. Monat schwanger. Es gruselt mich wirklich. Ja, nicht nur dich. Warum würde irgendjemand mit Verstand so etwas hier hin tun? Ich weiß nicht mehr, wie der Typ da oben hieß, aber der möchte Fiona gegen ihren Willen schwängern. Ja. Hey, was ist das? Ja, ein Schlüssel, wie man sieht. Erhalten, Gartenschlüssel. Ja, ein Gartenschlüssel. So. Ich habe eben gesehen, da lag noch... Ah, da lag noch was. Hey, was ist das? Erhalten, Kamille. Ja, das ist nett. So, liegt hier noch irgendwo etwas? Dann könnte ich ja eigentlich direkt wieder gehen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ne? Man kann hier verschiedene Sequenzen auslösen, ne? Und ja, ich finde das richtig cool. Hier gibt es bestimmt, ja, keine Ahnung, mehr als 50 Sequenzen oder mehr, vielleicht 100, die man auslösen kann. Und die kann man dann irgendwann im Menü, im Hauptmenü, alle sehen. Aber nur, wenn man sie alle freigeschaltet hat. Das finde ich richtig cool. Ja, ich glaube, ich würde dann sagen, das war's dann erstmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und genießt nochmal das letzte schöne Wetter. Morgen soll es dann wieder regnen. Ja, aber ich bin ein bisschen froh, es ist nämlich sehr heiß. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.